Herzlich willkommen zur 71. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder in der Rettungsaktion. Hier sind wir, da ist Martha. Und wir müssen aufholen. Der Dralo hatte mir gesagt, ich sollte mal hier auf 240 rausgehen, damit ich da hinkomme. Aber ich habe mir überlegt, das brauche ich doch gar nicht. Ich fliege den kleineren Orbit, hole dadurch auf. Ich brauche eigentlich nur hier. Hier kann ich auch schneller, ne? Weil ich ja nicht im Spiel bin, kann ich hier ja schneller beschleunigen und kann so da auch aufholen, ne? Ich glaube, eine Stufe macht's dann Sinn. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass Martha nicht schon hinten ist. Ne, Martha ist vorne. So, ich glaube, jetzt ist das schon knapp vor kurz. Ich werde jetzt wohl wahrscheinlich in dieser Runde das aufholen. So. Kann ich hier was sehen? Abstand oder so? Ne, sehe ich jetzt nicht. Rescue. Ja, komm, wir gehen da rein und dann können wir den Abstand auf jeden Fall sehen. Also wir sind jetzt, glaube, ne? Noch hinten. Fliegen jetzt aber noch eine Runde. Und holen noch auf, glaube. So. Mal reingezoomt. Das ist ja Martha, das bin ich. Und jetzt sollte der Abstand kleiner werden, ne? Also wir haben Target dran, ne? So, Distanz 25.000 Meter. So, das sollte jetzt besser dann werden. So, jetzt müssen wir nur gucken. Das ist noch schön null. Hier ist Martha. Nee. Doch, das ist Marthas Apoapsis. Hier hinten ist unsere. Hier hinten ist jetzt der Bereich wahrscheinlich. Warte mal. Ja, ich müsste jetzt kurbeln, glaube ich. Interception 1. Was war das hier? Okay. Ich muss das Ziel mal ändern, glaube ich, oder? Warte mal, das war wieder zurück. Genau, das kann ich so machen. Dann kann ich wunderbar drehen. Das hatte mir der Dralo ja schon mal erklärt. Und hier sind wir an dem Punkt, wo wir der Geschichte wohl am nächsten sind, oder? Wir haben hier 76.000 Meter und sie hat 79. Das heißt, wir müssen gleich gucken, dass wir das irgendwo korrigieren, würde ich sagen. Und das wäre ja eigentlich dort, oder? Dass wir hier erstmal auf die gleiche Höhe kommen wie sie. 79, 76. Das würde bedeuten, wir müssen hier etwas größer werden. Also ich glaube, ich mache es gerade falsch rum. Das ist auf der Rückseite, auf der Vorderseite ging es so rum. Naja, das war etwas viel. So, hier sind wir jetzt bei 84, das ist zu viel. Sie hatte 79, ne? 79, 192. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Und brennen da vorne gleich. Da müssten wir ja das so hinkriegen, dass das klappt, ne? Muss ich wieder auf Orbit umstellen, meine ich. Dann müssen wir gucken, dass wir uns ausrichten auf den blauen Punkt. Das ist unser Ziel dann. Das wäre dann so. Okay. Abstand haben wir zum Martha. 17.000. Das ist nicht mehr viel. Gut. Zeit läuft bis dahin. Und dann müssen wir gerade die 2,6 Millisekunden runterarbeiten. Oder Metersekunden, nicht Millisekunden. Das sollten wir aber hinkriegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Triebwerk runtergeschaltet habe. Aber das kriegen wir auch hin. So. Dann können wir hier noch ein bisschen beschleunigen. So, am Ziel sind.
Na, ich mache jetzt nicht schneller, sonst segle ich dran vorbei, kenne ich mich. So. Nochmal gerade feinjustieren. Ich glaube, so passt das schon, ne? Und dann müssen wir da gleich einmal runterbrennen, das dauert nicht lange. Wieso ist das eigentlich an? Das brauche ich gar nicht. So. Ich glaube, wir müssen nochmal einmal dahin und geben jetzt Schub. Und stopp. So, jetzt haben wir hier 79,109. Ne, das ist Martha und wir haben 79,161. Ich glaube, das lasse ich erstmal so. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Dann können wir das wegmachen. So, jetzt haben wir hier Abstand zu ihr noch 12.000. Aber wir kommen ja jetzt auch gleich näher ran, weil diese Breite da ist, ne? So, gehen wir mal auf diese Seite. Also wenn, dann wäre das wohl dieser Punkt hier, ne? Hier sind wir dann wahrscheinlich schon sehr nah dran, ne? Hier haben wir jetzt die 79.167 und die würde ich dann erstmal hier korrigieren, dass wir da auf Marthas Höhe kommen. Martha haben wir noch als Target. Wo ist denn Marthas Höhe hier? Ach so, doch, das ist Marthas, ne? 86 und wir haben da 75, das heißt, wir müssen da gleich die verschieben, verändern. Das machen wir als erstes. Und das ist hier der Treffpunkt. Gut, müssen wir gucken, ne? Warte, wir müssen es hier verändern. Add Manöver. Und dann müssen wir dort auf Marthas Höhe 86.865.86.800 oder so, was war das? Das ist zu viel. Wo ist denn der Punkt jetzt? Ist er da? Ne, dabei noch. 87 ist noch zu viel. 86.854. Ja, das sind 10 Meter der Unterschied. Ich glaube, die gehen wir mal an. Hier sind noch Distanz 10.000. Gut, das bedeutet wieder, wir machen hier Stufe 2, während wir dann ausrichten. Ach, Stufe 2 bringt uns dann nichts, einfach aus dem Grunde, weil wir da nicht ausrichten können, ne? Da ist unser Punkt. So. Ich glaube, so ist das schon ganz gut. So, da. 11.000 Meter Abstand. Das ist schon mal nicht mehr viel. So, das läuft einigermaßen gut. Ach so, ich kann es auch anders machen, fällt mir gerade ein, ne? Warp to next Manöver. Ganz einfach. Muss man nur drauf kommen, ne? So, das läuft. Es geht auch schneller, ne? Oh, wir haben Martha überholt. Das ist nicht gut. Aber wir sind schon mal auf jeden Fall auf 17.000 Meter dran, das ist schon gut. Dann müssen wir das nur noch ein bisschen kleiner machen, das steuern wir noch. Das würde bedeuten, wir müssen ein bisschen da oben vielleicht größer machen, wie Martha. Dann würden wir da wieder das Überholen anfangen, genau. Das machen wir erstmal. Gut. Zeit
19 Sekunden noch, bis das kommt. Sollte klappen. So. So, 4. Das ist jetzt. So, wie viel haben wir jetzt? Das ist die Frage. Erstmal, die ist hier weg. Wir haben jetzt 87.000 und Martha hat 86. Das würde bedeuten, wir müssten uns jetzt eigentlich wieder an Martha annähern. Nach dem Punkt auf jeden Fall hier, ne? Martha hat 79.109. Das heißt, wir sind definitiv hier auch außen. Wir haben insgesamt einen kleinen Orbit größer wie sie. Aber der Abstand nimmt zu. Stimmt das so? Da sind wir. 79.119. Das ist Martha. 79.000. Ah, die gewinnt hier an Höhe. Alles klar. Dann nochmal auf Kerbin umdrehen. Und hier nochmal gucken. Sie hat hier 86.865. Wir haben 87. Also, und der Orbit ist eierig halt, ne? Dann müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Sie nimmt noch Entfernung auf. Das wird immer noch mehr. Warum? Das ist jetzt für mich nicht erklärlich. Mal bitte wieder normale Geschwindigkeit. Habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Kann das sein? Wir sind vorne, Martha ist hinten. Ach so. Wir fliegen schneller wie sie. Also ich komme jetzt gerade nicht nach. Irgendwo. Ich glaube, wir müssen jetzt gerade was machen, egal was. Wenn ich hier jetzt brenne, werde ich dann schneller? Ja. Der Abstand wird immer noch größer. Ja, weil wir vorne sind. Wir müssen auch nicht schneller werden, wir müssen langsamer werden, ne? Ja, wir sind vorne. Das heißt, wir müssen die andere Richtung brennen. So, da. Wir müssen nicht schneller werden, wir sind ja vorne. Wir müssen langsamer werden. So. So. 2261. Haben jetzt ungefähr die gleiche Geschwindigkeit wie sie. So, die Distanz nimmt immer noch zu. So, jetzt wird's weniger. 86. 86 und da hinten
Wir 75, sie hat 79, gut. Also holen wir wieder auf. Gut. Nein, doch. Gut. Kurz einmal schauen. Ja, 21.000. So, schneller geht's dann da nicht. Das ist das, was Dralo meinte, ne? So. Irgendwie. Ja. Irgendwie kann man das anklicken, hat der Dralo gesagt, und dann bleibt das. Ist bei mir aber wohl irgendwie nicht so. Ey, die Distanz ist größer geworden. Matter ist aber schneller, aber wahrscheinlich nur auf dieser Seite, oder was? Ne, Geschwindigkeit bleibt gleich. Oh, schwieriges Unterfangen. Aber kriegen wir bestimmt auch noch hin. Tja, dann würde ich jetzt fast sagen, wir bremsen da noch einmal ab. Müssen aber aufpassen, dass wir hier nicht eine gewisse, ne, Dingens unterschreiten, Höhe. So, machen wir. Kann man, glaube ich, hier machen, ne? 86. Ich mach das mal gerade hier. 74. 865. Ja. Passt schon. Distanz ist 39. Fällt ab hier. Das wäre jetzt wichtig, einmal zu wissen. So, wir haben Distanz hier, wenn wir den Marker da von 39.000. So. 39,5. Jetzt fliegen wir einmal rum. War das jetzt. Distanz ist größer, aber sollte jetzt rapide kleiner werden, sonst habe ich irgendein Fehldenken. Kriegen wir gleich aber hin. So, und da sehe, ist diese Distanz größer geworden. Also, ich muss weiter raus. Ich habe ja auch gegengebrannt, um den kleiner zu machen. Dann werde ich ja auch. Ja, okay, wir haben es verstanden, ne? Glaube ich. Das heißt, wir werden jetzt dann umdrehen. Wir werden jetzt größer brennen. Das bleibt, das ist klar. Was war das jetzt? Wächst immer noch. Ja. Ich glaube, das läuft nicht gut. So, Martha, da 79, wir haben da jetzt 83. Gut. Lass mal so. Hier Distanz 61.200. Eine Runde weiter.
Gucken wir da. 61, 200 hatten wir. Tja, schwieriges Unterfangen. 47 wird auf jeden Fall wieder kleiner. So, das war da unten irgendwie so auf 5 Uhr, 4 Uhr. Das waren 20.000. Das bedeutet zwei ganze Runden und die Sache ist angenähert, würde ich sagen. So, dann gehen wir jetzt hier aber raus. Space Center. Dann ins... Na, komm schon. Die Tracking Station war das, ne? Und dann müssen wir hier jetzt zwei Runden weiter fliegen. So, eine. Sind wir zu schnell, ne? Und stopp. Müssen wir da reingehen. Und dann gucken wir da gerade ran. Jetzt müssten wir ziemlich nah dran sein eigentlich, ne? Jetzt müsste ich gucken, dass ich, weil wir hier unten sind, ich hoffe, ich habe das jetzt gerade nicht verkehrt gemacht. Die hat sich wieder so gedreht, die Geschichte. Wir sind an der passenden Stelle. Wir haben einen Abstand. Ne, Anzett nicht. 4500, wir müssen jetzt sofort den da hinten reinholen erstmal. Navbolt bitte an. Ich glaube, das ist... Ah, hier ist verkehrt, deswegen klappt das nicht, alles klar. Gut, dass ich es noch gesehen habe, ne? War das jetzt hier? Ich glaube nicht, ne? Ist die andere Seite, oder? Doch, ist passend. Und wir haben 73. Oh. Das war schon zu viel. Warte mal, wir sind noch vorne, oder? Ne, Martha ist schon vorne, das heißt, wir können ruhig ein bisschen drunter bleiben. 79,1. So. Okay. Da oben ist ein Intercept 1. Das ist jetzt gerade da erschienen, ne? Ist das der Bereich, wo wir am nächsten sind, ne? Okay. Ich lasse das jetzt erst so, spreche da ab und dann kümmern wir uns nächste Folge um die weitere Sachen. Gut, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.